eine neue Folge They Are Billions, die Kampagne. Wir haben in der letzten Folge die Kampagne Der letzte Bunker gespielt, oder Mission. Das war eine Einzelmission, wo unser Champion allein auf weiter Flur ein Gebäude erkundet hat und hat viele Imperiumspunkte und Forschungspunkte für uns gesammelt. Somit konnten wir bei unserem Forschungsbaum jetzt schon den Goldtransport freischalten, gemeinsam mit der Logistik, und bekommen ebenso mehr Nahrung von Fischerhütten. Wir können jetzt wählen zwischen die Jägerauen und der Scheideweg. Das sind diese zwei Möglichkeiten. Wir lesen uns mal kurz die Missionen durch und dann schauen wir mal, welche vielleicht besser passen könnte zu unserer derzeitigen Situation. Bei die Jägerauen. Die Ländereien mit blühenden Wiesen sind der ideale Ort für eine neue Kolonie, um hunderte Kolonisten zu ernähren. Obwohl die Auen weit entfernt von den riesigen Schwärmen sind, solltest du nicht nachlässig werden. Kleine Schwärme können die Kolonie jederzeit erreichen. Errichte eine großartige Kolonie für den Herrscher. Spezielle Eigenschaften ist fruchtbares Land, eine 600er Bevölkerung. Und bis Tag 72. Okay. Und dann haben wir den Scheideweg. Der Scheideweg ist ein strategisch wichtiger Punkt, welcher es dir erlaubt, neue Orte zu erkunden. Unsere Kundschafter haben ein Dorf des Verderbens nordöstlich der Kolonie entdeckt. Vernichte es mit deiner Armee, um das Areal zu sichern. Die Dörfer des Verderben sind alte Siedlungen der Menschen, welche errichtet wurden, um der Pandemie zu entkommen. Allerdings unterschätzen die Menschen die Gefahr durch die Infizierten und deren Fähigkeiten, Menschenspuren zu folgen. Und so fielen auch sie der Pandemie zum Opfer. Nun beherbergen diese Ruinen hunderte von Infizierten, welche nur auf Lebenszeichen in der Umgebung warten, um Menschen zu jagen. Hier benötigen wir eine Kolonie von 400 Bevölkerung und müssen alle Dörfer des Verderbens errichten. Es gibt keine Zeitbeschränkung. Okay. Bei der einen gibt es 120. Gibt bei beiden 120. Ich würde sagen, wir nehmen zunächst mal... Hier geht es bestimmt dann in die Richtung weiter und hier vielleicht da durch und da. Wir fangen mal mit dem Scheideweg an. Also eine Kolonie von 400 Kolonisten ist erwünscht. Und wir müssen Dörfer der Verderbnis vernichten. Wie gesagt, Ranger ist unsere einzige Einheit bisher. Okay, so sieht die Karte aus. Wir haben hier im Süden kommt der Zug an. Ich denke mal, hier aus Süden wird nichts weiter kommen. Hier oben gibt es eine Nahrungskiste. Und hier ist das Dorf der Verderbnis, wo schon einige Zombies herumstehen. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an, verteilen erstmal unsere Ranger. Um zu sehen, was um uns herum passiert. Und am Anfang ist es eigentlich immer ganz ratsam, eine Jägerhütte irgendwo hinzusetzen. Das wäre bestimmt für eine Sägemühle ziemlich gut geeignet. Hier hätten wir 17. 16. Ja, hier unten ist bestimmt ganz gut. Hier kann man eh nirgendwo anders was hinstellen. Hier 16 hinstellen, könnten wir hier noch eine Sägemühle hinstellen und dann die 17 hier nehmen. Das werden wir so machen. Okay, los geht's. So, ihr seht, hier oben sind schon die ersten Zombies. Hier können wir mal gucken, also hier ist nichts weiter. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. You are gonna pay me for this, right? So tired.
Okay, hier haben wir überall Zombies. Aber das können wir ganz gut steuern. Das funktioniert soweit. Die arbeiten hier zu zweit zusammen. Ihn müssen wir mal ein kurzes Stück zurückrufen, dann kann er die anderen wieder eliminieren. Gut, und wir haben genügend Nahrung und Gold, um unsere Häuser aufzubauen, zur Häusereien. Wir fangen einfach hier mal an. So. Lassen wir ihn kurz etwas tanken. Der Zug kommt etwas zu zeitig für unsere Häuser, aber das macht nichts. So. Okay, hier ist erstmal nichts weiter. Alles Gebirge. Das heißt, wir stellen unseren Ranger mal hier hinten ab und lassen ihn hier patrouillieren. Der Ranger kann schon mal hier patrouillieren. Und ich denke, wir haben genügend Raum erstmal, um zu bauen. Dann können wir die Ranger hier überall positionieren und sind erstmal so, denke ich, auf der sicheren Seite. Okay, wir benötigen Holz. Das ist keine Energieversorgung. Das hier bauen, die 14, sind das drei Felder. Ah, das reicht nicht ganz. Das heißt, wir müssen hier Verluste in Kauf nehmen. Zunächst mal brauchen wir definitiv einen Tesla Tower. Wenn wir hier eine Doppelreihe machen, haben wir hier einen Platz frei. Ich denke mal, hier werden wir nur noch eine einfache Reihe hinsetzen. Das heißt, wir könnten hier einen Tesla Tower hinsetzen. Eine weitere Hütte. Und mehr Nahrung. Okay. Oh, hier kommen schon Runner. Da müssen wir aufpassen. Bewegt sich hier oben was? Na, die sind alle noch friedlich, okay. Gut, es reicht nicht ganz für eine Sägemühle. Wir warten mal noch auf die Sägemühle und dann können wir frohen Mutes weiterbauen. So, genug Geld haben wir. Platzieren wir die erste Sägemühle. Weitere Zelte. Der Zug kommt in 3 Stunden. Sind da die Zelte fertig? Wird knapp. Ich schaffe noch nicht ganz, schade. Oh, eine Sekunde. Okay. So, das heißt, wir brauchen mehr Nahrung. 18 sieht gut aus. Und jetzt müssen wir uns etwas weiter noch ausbreiten.
Attention. Building completed. So, hier oben wartet schon der nächste Runner. Da wartet ein Runner. Okay. Müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein. Dass wir nicht zu viele Infizierte dann anlocken. So, weitere Häuser. Und jetzt brauchen wir auch schon Strom. Okay, da wird er angegriffen, aber die beiden helfen sich, das ist gut. So, Strom, 20 Holz. Das heißt, wir können einen Tesla Tower definitiv setzen. Gucken wir mal. 1, 2, 1, 2. Also hier wäre der nächste Tesla Tower möglich. Attention. Building completed. Attention. Building completed. So, jetzt müssen wir kurz auf das Holz warten, um die Mühle zu setzen. Die können wir hier unten reinsetzen, um Strom zu generieren. So, hier wäre noch eine Jägerhütte möglich. Nahrung wird wahrscheinlich schwierig werden. So, dann warten wir mal, bis wir genügend Strom haben. Was wir schon machen können, sind hier noch Tesla Tower. So, na, wieder etwas Nahrung, um weitere Häuser zu bauen. Okay. Gut, hier geht nichts. Ah, der stirbt eh fast. Okay, kein Problem. So, mehr Nahrung. Attention. Building completed. 14. Building completed. Da unten ist auch so ein Runner, glaube ich, ne? Ja, okay. Ausbreiten. Weiter ausbreiten. Wir benötigen mehr Nahrung, definitiv. So, noch eine Sägemühle wäre nicht schlecht. 13, 12, die 14 können wir leider nicht kriegen. Dann ist 13 hier am besten. Das reicht erstmal zwei Sägemühlen. Uns fehlt derzeit an Nahrung. So, wo können wir uns noch weiter ausbreiten? Das sieht hier ganz gut aus und in die Richtung, sobald der Tesla Tower fertig ist, setzen wir direkt den nächsten. Hier haben wir auch Eisen, das brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht, aber breiten uns trotzdem mal in die Richtung mit aus. So, und dann werden wir, sobald dieser Tesla Tower steht, schon mal unseren Steinbruch setzen. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Okay, da kommen auch schon die ersten angelaufen. Alles klar. So, Steinbruch. Wie viel können wir denn hier bekommen? 5. 5 sieht ganz gut aus. Wir könnten natürlich auch hier einsetzen und hier einsetzen. Hätten wir 2.
nehmen wir die 4 und dann später hier noch 1. Genügend Dings haben wir. Das heißt, wir setzen hier mal ein Tor. So. Und noch einen Holzwall. Dann ist das schon mal abgeschlossen zumindest. Er schießt sich hier den Bogen wund. Und wir setzen noch ein paar Häuser. Okay, dann braucht es wieder Nahrung. Oh, jetzt kommen sie aber an hier. Ja gut, das wird die Mauer gesetzt haben. So. Hier oben werden wir jetzt ebenfalls eine setzen. Und wahrscheinlich dann hier auch später. Jetzt noch nicht. So, mal gucken, wie wir das hier absichern können. Das sieht ganz gut aus. Und hier können wir schon mal über Nahrung nachdenken. Wenn wir die 16 hier nehmen, wenn wir hier die 14 noch nehmen. 17 und 14 wird nicht ganz funktionieren. Nee. Also müssten wir die 16, dann können wir auch die 16 nehmen. Das funktioniert. Und die und hier die 15. Okay. Attention. Building completed. Attention. Building completed. The train has arrived at the station. So, jetzt kommen sie auch von hier oben. Das heißt, da brauchen wir dann auch Verteidigung. Setzen wir mal hier noch einen Tesla Tower. Dann haben wir uns, denke ich, erstmal so weit ausgebreitet, dass wir gut werken können. Ein bisschen Nahrungsprobleme haben wir definitiv. So. Und dann machen wir hier noch zu. Hier denke ich, reicht es, wenn wir. You again. Yeah. Are you sure? Roger that. Okay. But it's gonna cost. Wird das so schließen? Und hier werden wir noch schließen. Er kann ja schon mal ein Stück nach oben gehen. Dann kann er nämlich so patrouillieren. Ja, und da kommen nämlich die ersten schon an. Okay, sehr schön. So, dann hier abschließen. Sehr gut. Ein paar neue Häuschen noch hinsetzen. Und jetzt fehlt es uns schon wieder an Nahrung. Ja, das ist in Ordnung. Das ist kein Problem. So, und dann werden wir hier noch abschließen. You again. Great. I hope you're not wasting my time. Und dann sind wir erstmal abgesichert. Attention. Building completed. So, wir brauchen dann wieder mehr Strom. So, hier die letzte Mauer. Okay. Alles gesichert.
Das passt. So, jetzt warten wir kurz, dass wir die Mühle... Ah, die können wir jetzt schon setzen, okay. Setzen wir hier mit hin. Und dann gucken wir mal, wie wir am besten noch Nahrung generieren können. 12. 12. 10. Das ist gut, das funktioniert hier noch. Das ist zu weit. Aber wir haben keinen Strom, deswegen geht's nicht. Okay, müssen wir kurz auf Strom warten. Unser Steinmetz generiert auch fleißig seinen Stein. Vielleicht brauchen wir doch bloß den einen, um eine Kaserne zu setzen und gut ist. Attention. Building completed. Attention. Building completed. So, Strom Attention. Haben wir wieder. Jetzt schauen wir mal. 10 und 10. 9, 10, 10. Hier geht erstmal nichts weiter. Okay. Dann werden wir jetzt noch weitere Hütten setzen. Eine Hüttenreihe müsste noch möglich sein. Und den Rest schauen wir jetzt mal, wie wir das am besten mit Jagdhütten verzieren können. 11 und 12. 11. 11. Elf, okay. Zwölf, und hier müsste noch eine hinpassen. Genau, eine Zehner. Jetzt dürften wir eigentlich sämtliche Flächen mit Jagdhütten versehen haben. Hier wäre noch eine 7 möglich. Aber das ist mir ein bisschen zu nah am Rand. Das können wir vielleicht später dann nochmal gucken. Okay, das wäre dann die komplette Nahrung. Das heißt, wir bauen jetzt gleich nochmal eine Mühle, dass wir genügend Strom haben. Nämlich hier in die Ecke. Und danach wird dann die Kaserne errichtet. Sieht doch bisher ganz gut aus. So. Mühle. Dann brauchen wir jetzt Gold für die Kaserne. Nahrung haben wir jetzt 116. Das sollte eigentlich erstmal ausreichen. Beziehungsweise die Ranger brauchen ja gar keine Nahrung. Stimmt ja. Die brauchen ja bloß Gold und Arbeiter. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt die Kaserne errichten. Die Frage ist, wo am besten? Ach ja, komm, wir setzen es einfach hier in die Mitte. So, dann werden wir einfach noch weitere Hütten bauen, um mehr Gold zu generieren. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Ja, wir lassen das mit dem Steinbruch. Das reicht eigentlich aus. Sobald wieder 20 Steine sind, bauen wir die nächste Kaserne.
So. Weitere Häuser errichten. Jetzt wird dann schon mehr Nahrung verschlungen. Und das war's jetzt schon. Okay, mehr Häuser gehen erstmal nicht. Das, wir können jetzt schon die Warteschleife komplett füllen. Das heißt, wir können auch locker dann eigentlich eine zweite Kaserne bauen. Sobald der Steinbruch genügend. Oh, was? Was? Wo kommt der denn her? Da kommt doch einer von unten. Oh Gott, Moment. So. Uiuiui. Jetzt müssen wir aber hier... Der wird das jetzt übernehmen. So. Das einzig Gute ist, dass wir erstmal Schutz noch generieren konnten. So, und der Ranger muss jetzt schießen, was geht. Okay. Verstärkung runterschicken. My bow and arrows are ready. A new task. Verteidigung muss jetzt halten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier unten auf einmal was kommt. So. Die Verteidigung hat gehalten. Ihr guckt jetzt hier unten nach, was jetzt hier ist. Wir lassen einfach aus Sicherheitsgründen den Zaun hier stehen. So, hier ist nichts weiter. Okay. Wir stellen trotzdem diese Ranger jetzt hier unten mal ab. Als Frühwarnsystem. Huiuiui. Der Panikmodus. So, wir haben genug für eine zweite Kaserne, aber wir haben keine Energie. So, jetzt haben wir Energie. Sobald wir eine kleine Gruppe zusammen haben, geht's weiter. Das war jetzt hier aufregend. Einmal Energie nehmen wir noch mit. Und jetzt brauchen wir dann doch die 7 hier irgendwo. Wo konnten wir die denn hinstellen noch? Ah, hier. 7, 6, 7. Okay. Gut, das sollte genügend sein, um eine ordentliche Ranger-Produktion zu gewährleisten. Gut, dass wir die Pausefunktion haben, sonst wäre es jetzt wahrscheinlich eng geworden. So, Warteschlangen sind voll. Wir haben jetzt 4 Jäger. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut gestartet, bis auf das kleine Scharmützel hier unten. Aber das haben wir noch. Konnten wir ganz gut abwehren. Ich kann natürlich, dass sie mir die, die Mühle zumindest nicht wieder einnehmen, hier nochmal was herumbauen. Aber
der hier ist des Todes geweiht, falls hier nochmal was kommt. Okay. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir in der zweiten Aufbaumission versuchen, dieses Doom Village anzugreifen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!